Moin moin Freunde, willkommen bei Heavy Industry. Mein Name ist Sebastian. Und ich bin Sandra. Wir wollen euch heute mal zeigen, wie man ein Gartenhaus baut. Und das ist eigentlich ein super Projekt für Anfänger. Ihr werdet, wenn ihr euch das Video anschaut, werdet ihr sehen, was ich meine. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Ihr braucht fast kein Werkzeug und das kann eigentlich so ziemlich jeder wirklich nachmachen. Ja, es ist nicht schwer und es ist eine wahnsinnig stabile Konstruktion. Also bleibt dran. Mensch, bevor wir uns jetzt anschauen, wie wir das Haus gebaut haben, gucken wir uns auch das Ergebnis erstmal an. Ihr habt jetzt einen Teil der Konstruktion schon gesehen und natürlich braucht man dafür einen Plan und wir haben uns also vorher einen Plan gemacht. Den Plan hier verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Falls ihr ihn haben wollt, dann schaut da mal rein. Was wir auch noch euch verlinkt haben, ist das Werkzeug, was wir gebraucht haben, weil wir brauchten auch nicht viel, aber das Werkzeug, was wir benutzt haben, hat sich hier super geeignet. Und zwar haben wir gebraucht eine Kapp- und Gehungssäge. 1 bis 2 Akkuschrauber. Und Stechbalte, weil wir hier ein bisschen was ausstechen mussten. Und natürlich, was ich euch vorhin schon gezeigt habe, die ganz einfache Oberfräse von Bosch, die wir hier genutzt haben. Ja, stimmt. Genau. Die hatte ich jetzt vergessen. Super. Der eine oder andere wird sich fragen, warum habe ich jetzt hier keine Überblattung benutzt? Das ist eigentlich relativ simpel. Ich wollte, Überblattungen würden sich hier natürlich komplett auch anbieten, ja. Ich wollte einfach, dass jeder das nachbauen kann, auch wenn er noch keine großen Erfahrungen hat und auch wenn er noch nicht viel damit gemacht hat, weil dieses Haus zu bauen ist eigentlich wirklich einfach, man muss sich das nur trauen. Ja, also ich habe es ganz einfach gemacht, stumpf verbunden, aber wie ihr später auch sehen werdet, ist das Haus mörderstabil. Auch schnell ist eine gute Geschwindigkeit. Ja. Wie lange haben wir uns gebraucht für das Ganze? 12 Stunden. Ja, ich glaube, 12 Stunden? Irgendwo so um die 10-12 Stunden haben wir gebraucht. Das heißt, wir haben morgens angefangen, bis nachmittags und am Vormittag noch zu Ende. Und schon war das Gerüst, so wie es hier steht, also nur das Gerüst zumindest, fertig. Ja. Und ihr seht, das ist schon ein bisschen Arbeit gewesen. Aber so in knapp 10 Stunden haben wir da schon ganz schön was erreicht. Ja. Ja. Und die Frage am Ende, hat Spaß gemacht? Total, definitiv. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß haben werdet. Genau, also schaut es euch an und denkt dran, es ist ein Mehrteiler, es kommen noch mehr Videos, wie wir dann das Dach bauen und die Außenhaut, Fenstertüren und so weiter. Viele kennen dieses einfache Bosch-Gerät. Das ist eine Oberfräse aus dem, ich sag mal, Einstiegspreissegment. Ja, ihr seht hier die 1400 Watt und fragen sich, reicht die Leistung dieses Geräts eigentlich? Schauen wir uns mal den Fräser hier an. Das ist schon ein wirklich amtlicher Fräser, wenn ihr das hier euch anschaut. Ja? Das ist wirklich groß und der schaut hier 12 mm raus. Also wir haben eine 12 mm Frästiefe. Macht das so nicht nach. Ja, das ist natürlich nicht korrekt. Aber wir machen jetzt mal einen Hardcore-Test und fräsen diese 12 mm hier in dieses Holz rein. Ohne vorzufräsen, sonst irgendwas. Einfach so. Mal gucken, ob sie es schaffen.
falls ihr euch wundert, warum ich das hier überhaupt gemacht habe, ja, hier ist ein kleiner Fehler passiert. Der Anker hier, der konnte aufgrund des Unterbaus nicht weiter an den Rand ran. Jetzt ist es aber so, dass wir es so bauen wollen, dass hier die Schalung oben drüber kann und nicht direkt hier am Beton dran ist. Deswegen mussten wir das hier ein bisschen ausfräsen. Dadurch kommt es ein bisschen nach außen und wenn das Holz hier nach unten dran ist, dann berührt es den Beton nicht und das kann von unten so ein bisschen unterlüften. Fundament zeigen wir euch hier im Video nicht, weil es einfach schon fertig war und ich auf dem fertigen Fundament aufgebaut habe. Aber vielleicht trotzdem ein paar Hinweise zum Thema Fundament. In vielen Aufbauanleitungen wird das Haus nur auf den Boden draufgesetzt, also quasi einfach nur draufgelegt. Das finde ich ist ein großer Fehler. Das Fundament muss so ein Haus wirklich tragen und nicht nur tragen, vor allem auch davor schützen, weggeweht zu werden. Denn ihr habt nichts davon, wenn ihr ein wunderschönes Gartenhaus baut und es kommt der nächste Sturm und dann liegt das Gartenhaus beim Nachbarn oder macht irgendwelche Schäden. Deswegen ist hier auch ein sehr massives Fundament gemacht worden. In dem Fall geht es 40 cm hier noch in den Boden rein, ist relativ tief und ist sehr massiv aus Beton ausgearbeitet. Ja? Und hier habt ihr gesehen, sind die einzelnen Anker mit verbunden und dementsprechend ist es sehr, sehr fest hier mit dem Boden auch verbunden. Das sind, glaube ich, über 2 oder 3 Tonnen Beton, die hier drin sind. Aber genau weiß ich das jetzt gar nicht mehr. Ja, hier zum Boden sei auch noch gesagt, der bleibt natürlich nicht so, das sieht ein bisschen komisch aus. Der Boden wird noch ein bisschen aufgefüllt und dann wird er ganz normal von innen ausgepflastert, damit um hier einen schönen Boden herzustellen. Übrigens auch hier außen. Natürlich bleibt das hier außen nicht so, sondern hier kommt noch eine Stufe dran. Hier kommt auch noch Rasenkanten hin mit einem Spritzschutz, um entsprechend das Ganze gefällig aussehen zu lassen. Die Frage, die sich stellt, ist natürlich noch, warum nehmen wir eigentlich kein fertiges Gartenhaus aus dem Baumarkt oder von sonst vorher? Ganz einfach und eigentlich erkennt man das schon hier, weil ich eine massive Konstruktion haben wollte. Wenn wir ein fertiges Gartenhaus nehmen, ist es in der Regel so, dass wir einfach nur die Hölzer aufeinander stecken. Das sind auch meistens relativ dünne Hölzer. Und da kommt noch ein Dach drauf und das war's. Und das wollte ich nicht. Ich wollte eine richtige, ich sag mal, so wie man vielleicht früher ein Gartenhaus gebaut hat, ein richtig stabiles Gebäude haben. Ja, und wie ihr hier seht, das sind 6x8er Balken. Das ist für ein Gartenhaus auf jeden Fall mehr als ausreichend. Bei einem Fertiggartenhaus passiert sehr häufig, dass sich diese Bretter hier verwinden oder schwinden, dass man teilweise hier wirklich sogar durchgucken kann. Alles Sachen, die wir hier natürlich nicht haben. Und das Gartenhaus ist nachgewiesen sturmfest. Ich habe hiervon schon ein paar gebaut und das hat schon zahlreiche, oder diese Gartenhäuser haben zahlreiche Stürme überstanden und das Ganze problemlos. Und das war mir wichtig, weil ein Gartenhaus kann aus dem Sturm auch durchaus mal windschief sein. Thank you.
Da fehlt nur eine kleine Ecke. Ultimative Härtetest. Naja, fast. Thank you.
Und fertig ist das Haus. Naja, ganz so einfach war es dann doch nicht. Ja? Also wir haben eine ganze Weile gebraucht, aber wir hatten jede Menge Spaß. Auf jeden Fall. Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Das Sägen. Das Sägen. Sägen, Sägen, Sägen. Mit der großen Kapungierungssäge. Mann. Das war schon wirklich Wahnsinn. Ja. Aber ich glaube, die hat das Arbeiten mit dem Stecheisen. Stecheisen, genau. Das hat auch Spaß gemacht. Ja. Mit dem Stecheisen ist kleines bisschen der Ausklinken. Das sind die kleinen Sachen, die manchmal richtig Spaß machen, ja. Und was mir sehr großen Spaß gemacht hat, war mit dem Akku zu arbeiten. Und zwar, weil der wirklich lange gehalten hat. Ja? Ihr erinnert euch vielleicht an meinen Akkuschraubertest. Wenn nicht, verlinke ich euch den mal hier oben. Mhm. Und wir haben wie oft den Akku nur geladen? Einmal, zweimal? Zweimal. Zweimal. Also wir haben genau zweimal Akku geladen. Also wir brauchen nur zwei Akkuladungen, um das gesamte Haus hier zu bauen. Unsere VIP-Biene ist wieder da. Unsere VIP-Biene, ja. Die macht immer mit. Kleine Rampensau. Kleine Rampensau, ja. Also, schaut den nächsten Teil, da bauen wir das Dach und dann kommt die Außenhaut und Fenstertüren und was man alles so braucht. Also bleibt dran und habt Spaß.